Sie können es also kaum erwarten. Deswegen heißt dieses Video jetzt auch Schnellstart in wenigen Minuten. Sie möchten schnell erreichbar sein. Der nächste Telefonanruf wartet vielleicht schon. Das ist Ihr neues Arkos-Smartphone. Im Lieferumfang haben Sie dazu natürlich noch einen Akku, ein Datenkabel, ein Netzteil und Kopfhörer. Was wir jetzt brauchen, ist natürlich einmal Akku, Netzteil, Smartphone und natürlich auch Ihre Telefonkarte. Wir starten damit, indem wir unser Gerät in die Hand nehmen und dann einfach mal schauen. Wir finden nämlich dann an der unteren Ecke hier zum Beispiel eine Vertiefung. Dort können wir gleich mit dem Fingernagel reingehen und die rückseitige Platte entfernen. Jetzt haben wir zwei Aufgaben. Als allererstes, wir wollen schnell erreichbar sein. Sie könnten hier oben noch eine Speicherkarte einsetzen, können Sie später machen. Jetzt geht es darum, ich kann hier zwei SIM-Karten einsetzen. Ich entscheide mich erstmal für eine, denn ich möchte unbedingt erreichbar sein. Bei diesen SIM-Karten, hier zum Beispiel eine normale SIM-Karte in der Größe Mini-Standard. Da kann ich jetzt auswählen, habe ich 2G und 3G oder nur 2G. Also 3G wäre UMTS, das schnelle Internet. Das kann meine Telefonkarte. Also setze ich die Karte so, wie sie sich abgebildet ist, mit der abgeschnittenen Ecke nach unten einmal hier ein. Sollten Sie eine sogenannte Micro-SIM-Karte haben, dann ist im Lieferumfang bei Arkos ein sogenannter Adapter mit dabei. Da können Sie die Karte dann einfach einlegen. Und dann wird aus dieser Micro-SIM-Karte eine Mini-SIM-Karte und die passt dann auch auf jeden Fall hier in Ihr Smartphone hinein. So, der Adapter ist dabei. Ich brauche aber erstmal nur eine Telefonkarte. Dann brauche ich einen Akku. Hier bitte mit dem Pfeil nach oben einsetzen, einlegen, dann das Cover wieder drauf tun. So, einmal ringsherum, klick, 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 überall festmachen. So, dann an der Seite haben wir eine kleine Power-Taste. Die langen Tasten sind meistens für die Lautstärke natürlich. Die Power-Taste jetzt bitte gedrückt halten, so, bis das Arkos-Logo erscheint. Und jetzt startet mein Smartphone und sobald es da ist, starten wir direkt mit dem Schnellinstallation, damit wir gleich sofort telefonieren können. Jetzt geht's direkt los. Herzlich willkommen. Wir stellen die Sprache schnell ein. Bitte mit dem Finger einfach auswählen, welche Sprache Sie haben möchten. Ich bleibe bei Deutsch. Ein Klick auf Starten. Jetzt geht es darum, sich mit dem WLAN zu verbinden. Ja, nutzen wir mal, machen wir mal schnell. Da ist mein Netzwerk auch schon gefunden. Alex at Home. Einmal draufklicken. Jetzt das Passwort eingeben. Das lautet bei mir Alex. So, dann auf die Ziffern. 2014. Nochmal Passwort anzeigen. Stimmt. Fertig. Verbinden. So, IP-Adresse wird abgerufen. Super, wir sind auch schon online. Google-Konto brauchen wir später für die Apps. Wir wollen jetzt erstmal erreichbar sein. Nein. So, einmal kurz bestätigen. Nicht jetzt das Konto erstellen. Das machen wir auch später. Standort Google, alles in Ordnung. Rechts auf die Pfeiltaste auf Weiter klicken. Dieses Gerät gehört, gebe ich mal kurz schnell schon ein, falls ich das gleich liegen lassen sollte. Das gehört Alex. So, Nachname Baal, B-A-L, fertig. Google-Dienste, alles okay. Bitte weiter, beenden. Okay, super. Unser Smartphone ist einsatzbereit. Meine SIM-Karte hat sich eingebucht, das sehe ich hier oben an der Anzeige, dass ich auch Empfang habe. Und jetzt kann ich direkt auf die blaue Hörertaste klicken und kann sagen, ich möchte gerne mal 0800 29 1 2 3 4 5 anrufen und schon bin ich erreichbar und kann direkt los telefonieren. Lautsprecher noch mit dazu schalten. Super, funktioniert alles, wir sind erreichbar, wir können telefonieren. Dadurch, dass ich eine 3G-taugliche Telefonkarte habe, also mit Internet-Flatrate, kann ich dann hier unten noch auf die Home-Taste drücken. Das sind ja hier meine kleinen Auswahlgeschichten. Gehe dann auf den Browser zum Beispiel und sage, ich möchte jetzt ganz gerne auch im Internet surfen. Einmal zustimmen und weiter, anmelden, nein, danke. Und schon kann es losgehen und ich kann hier oben etwas eingeben. Sobald ich etwas eingeben kann, erscheint dann hier unten automatisch eine Tastatur. Sie können das Smartphone dann auch mal kurz in die Hand nehmen und drehen. Und dann passt sich das natürlich auch wieder automatisch an. So, wieder zurück. Aber was ganz, ganz wichtig ist, Home-Taste, da bin ich wieder in meiner Ansicht, kann zu meinen Apps wandern.
Und siehe da, das war der Schnellstart in wenigen Minuten. Setup ist erledigt. Sie sind jetzt schon telefonisch erreichbar. Wenn es aber darum geht, wie empfange ich damit E-Mails, was sind das da für Apps, für Symbole drauf, wie installiere ich die, wo finde ich die, was kann es denn noch in Richtung Multimedia und E-Mail und Office und diese ganzen Sachen und wie kriege ich überhaupt die Daten vom Computer da drauf, dann sollten Sie sich etwas Zeit nehmen und die nächsten Videos anschauen.